Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Abschiedstour mit Sepp. Und ja, heute gehen wir rein in Singapur. Eine Strecke, auf der wir, ja, meiner Meinung nach nicht so gut performen dürften und wo die KI auch immer sehr krass ist. Ich bin gespannt, was das wird. Im Rennen sind, glaube ich, wechselhafte Bedingungen. Von daher schauen wir einfach mal, wie wir da so abschneiden können und geben einfach unser Bestes. Und vielleicht kommt Sepp ja auch mal ein bisschen weiter nach vorne. Müssen wir mal schauen. An der Stelle viel Spaß mit dem Video. Wir gehen auf den Saisonendspurt zu. Und ja, lasst auf jeden Fall ein Abo auf diesem Kanal da, wenn ihr Formel 1 und FIFA Videos nicht verpassen wollt. Aktiviert die Glocke. Viel Spaß mit dem Video. Let's go. So Leute, und da sind wir auch wieder unterwegs in den Straßen Singapurs. Ich finde, die Strecke ist einfach immer nur richtig magisch bei Nacht. Und man merkt schon, dass die KI auf jeden Fall sehr stark ist. P13 haben wir gerade, P12, P10. Jetzt, wo es auf die Gerade geht, müssen wir eigentlich ein bisschen was gut machen. Wir verlieren sogar P12, P13, P14, 15. Was geht hier ab? Also man merkt, die KI ist hier wirklich sehr, sehr krass drauf, ne? P10 jetzt, P9, wir kommen ein bisschen nach vorne. Ich hatte uns im kurvigen Teil eigentlich gar nicht so stark erwartet. P9 immer noch, jetzt P10. Musste da auch ein bisschen von der Ideallinie runterheben. Die haben wir gut genommen. P8. P8. Bin ich mit zufrieden. P8 bin ich absolut mit zufrieden. Super, super Sache für uns. Wo ist Depp gelandet? Vielleicht so P14, 15 eventuell mal? Das würde mich richtig freuen. P12, oha! Sepp! He's performing! Er ist da, Freunde. Und wie schlecht ist bitte Red Bull hier? Lando Norris auf 1, Red Bull auf 5 mit Verstappen und 9 mit Perez. Wie schlecht sind die hier? Krank. So Leute, da sind wir im Rennen. Es soll hinten raus regnen. Es soll hinten raus regnen. Ich sag's euch ehrlich. Ich werde auf dem Medium starten. Aber ich bin eigentlich für Medium Soft und dann auf den Regenreifen, weil der Regen kommt stark. Also wir werden relativ schnell auf die Inters gehen müssen. Falls der Regen früher kommt, das weiß man auch nicht, sind wir da auf jeden Fall vorbereitet. Ich nehme mal 2 Runden mehr Sprit mit. Oder? Wie viele haben wir? 31 Runden, ne? Ja, 31 Runden. Dann nehme ich mal für... Ja, obwohl es ist schon ziemlich hart, ne? Wohl hinten raus mit Regen und so. Aber wir werden voll pushen. Ich nehme mal 2,5 Runden mehr Sprit mit. Ich nehme mal 2,5 Runden mehr Sprit mit. So, wir starten auf dem Medium auf jeden Fall. Wir starten auf dem Medium und wechseln dann auf den Soften. Warum geht das nicht? Warum kann ich hier nicht auf den Soften wechseln? Was soll das? Medium, Soft, Soft. Theoretisch. Theoretisch aber auch nur. Schauen wir mal, ob das was wird. Wir müssen auf jeden Fall gut zu den Reifen sein. Wir starten sogar von P6. Da hätte ich theoretisch auch auf dem Softreifen starten können. Und hier wird's wild. Hier will sich einer zwischenschieben. Ocon will sich hier zwischenschieben. Schafft er aber nicht. Boah, Ricardo und Sainz berühren sich da. Boah, und Sainz hat richtig Probleme beim Exit.
Geht's da vielleicht was für uns jetzt? Geht da vielleicht was? Bremse uns rein gegen Sainz. Vorbei an Carlos Sainz. Der hat hier richtig Probleme zum Start. Der hat hier richtig Probleme. P5. Und jetzt ist es eigentlich nur mitschwimmen. Ricardo war von der Qualifying Pace her auch nicht so weit weg von uns jetzt. Also wir können die Pace von Ricardo, denke ich, auf jeden Fall ein bisschen mitgehen. Aber nicht, wenn wir solche Fehler machen. Bin gespannt, wie das wird mit dem Regen. Der Regen wird echt darüber entscheiden, ob unsere Strategie hier aufgeht oder nicht. Ich kann auf jeden Fall ganz gut dranbleiben an Danny Ricciardo. DRS ist jetzt aktiviert. Das ist auch wichtig, dass ich mich gegen Sainz ein bisschen schützen kann jetzt. Gerade letzten Sektor ist die KI, glaube ich, ein bisschen stark. Und Ocon, entweder hat er sich beim Starter irgendwie einen Schaden geholt oder so. Oder er fightet da gerade gegen irgendeinen. Hat auf jeden Fall Probleme gegen Sergio Perez oder Max Verstappen. Ich weiß nicht, wer von beiden es jetzt ist. Ich meine, zur Not, Ocon ist jetzt schon 5,2 Sekunden weg. Man könnte sich zur Not auch noch von Sainz ziehen lassen, aber P5 ist ja noch immer besser als P6, ne? Weisheit mit Juninho schon wieder hier. In zwei Runden soll ich schon stoppen, ja. Wild. Ich habe 29% drauf. Also ich sehe mich eigentlich noch nicht bei einem Stop. Ich sehe mich absolut noch nicht bei einem Stop. Was sagt denn der Wetterbericht? 10 bis 15 Minuten Regen. 10 bis 15 Minuten Regen. Und der kommt plötzlich, ne, der Regen. Da könnten wir vielleicht sogar warten. Da können wir die Medium sogar noch weiterfahren. Also wir sind jetzt, wir haben jetzt 30% drauf. Also ich sag mal so, bis Runde 17 können wir den Medium auf jeden Fall fahren. Theoretisch. Theoretisch. Wir müssen natürlich nicht so lange fahren. Aber ich möchte halt auch ungern in die Box für Softs. Bevor jetzt andere an der Box waren oder sind. Aber das Problem ist auch, wenn ich jetzt nicht an die Box gehe, verliere ich auch meinen Platz gegen Carlos Sainz. Ist auch ein bisschen eklig. Aber vielleicht sind die auch auf Medium Hard. Das heißt, die würden sowieso später boxen. 10 bis 15 Minuten Regen. Ja, es kann halt dann schon in 5 Runden soweit sein, theoretisch, ne? Theoretisch 5, 6 Runden kann es halt schon sein. Okay, Russell geht an die Box. In Runde 12. Der probiert den Undercut gegen Leclerc, aber Leclerc geht auch an die Box. Beide Boxen für Softs. Das ist eigentlich der Way to go, ne? Das sag ich euch so, wie es ist. Ich glaube, ich gehe auch nächste Runde an die Box für Softs. Und dann fahre ich die, bis der Regen kommt. Wetterbericht? Das war nicht der Wetterbericht. Regen steht unmittelbar bevor. Bleibe ich draußen. Steht unmittelbar bevor. Ich traue dem Ganzen nicht. 45% habe ich halt, ne? Für Perez könnte das halt ganz big sein mit seinen Hearts, ne? Für Perez könnte der Move halt ganz big gewesen sein. Ich glaube, ich gehe jetzt aber auch definitiv auf den Soften, weil dann habe ich auch den besten Reifen für die Übergangszeit einfach. Ich merke es auch, wie es jetzt immer schwieriger wird mit dem Grip und dann Danny Ricciardo dran zu bleiben. Ich denke aber, Ricciardo wird jetzt auch reingehen. Kann mir nichts anderes vorstellen. Frage ist nur, für welchen Reifen der geht. Ricciardo fährt weiter, hat kurz einen Schlenker gemacht. Sainz kommt mit mir in die Box. Interessant.
Wir bleiben vor Science. Also das war schon mal eine gute Entscheidung, was das angeht. Oh, ich komme direkt hinter Norris raus. Kuss. Zeigt halt auch, dass einfach Lando eine Scheißstrategie gewählt hat. Muss man einfach so sagen. Versuch mal zu pushen, vielleicht komme ich an die ran. Wäre wichtig als Schutzschild gegen Sainz. Ist halt jetzt auf dem Medium-Reifen unterwegs. Natürlich ist der absolut zu schnell für mich, aber ich bin halt auf dem Soften. Quetsch mal meine Batterie leer, ansonsten hängen wir uns an Carlos Sainz ran. Danny Ricciardo geht an die Box. Und zwar für Soft. Und das ist bodenlos. Für Hart. Das ist bodenlos, weil es waren schon ein paar Regentropfen da. Bitte geh für Soft, Sebastian. Bitte geh für Soft. Ich muss vorbei an Norris. Er ist zu langsam, tut mir leid. Boah, zieht er dazu, ey. Wenn du da so zuziehst, dann gehe ich auch in die Lücke rein. Tut mir leid. Viel Spaß mit Carlos Sainz, Lando. Von der Strategie her würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir bis jetzt alles richtig gemacht haben. Russell klebt da jetzt hinter Perez. So, Perez hat jetzt immer schwierigere Reifen auf den Harz. Perez hat natürlich auch viel richtig gemacht mit seinen Harz. Aber wir haben jetzt für die Bedingungen hier, wo es jetzt leicht dieselt, haben wir den besten Reifen aktuell mit dem Soften. Perez dürfte da schon ein bisschen mehr Verlust haben. Von der Temperatur her. Merkt man auch deutlich in seiner Pace, ne? Die bricht jetzt komplett ein, wo es ein bisschen nass wird. Wir haben hier noch einen sehr guten Grip eigentlich. Norris auch richtig Probleme. Und jetzt warten wir eigentlich nur darauf, dass Interbedingungen werden. Um dann unseren P4 irgendwie zu verteidigen. Das wäre halt noch cool, Perez so ein bisschen halt als Schutzschild zu haben gegenüber Carlos Sainz. Der jetzt auch bei diesen Zwischenbedingungen echt krass aufholt, muss man sagen. Ich meine, auch wenn wir dichter an Perez kommen, ist es teilweise jetzt schon echt unangenehm zu fahren, muss ich sagen. So, Box, Box. Perez hat es echt geschafft. Boah, was passiert hier? Ich habe doch Boxenstopp gemacht. Sainz fährt noch eine Runde, ne? Oh, come on. Die fahren alle noch eine Runde. Das Bild. Norris fährt weiter. Sag mal so, ich hätte hier kein Problem hinter Perez zu finishen. Weil die KI ja sowieso übelst übertrieben ist in dem Spiel. Problem hätte ich damit jetzt nicht. Wir holen auf jeden Fall gegenüber Norris sehr, sehr krass auf. Also innerhalb von 2-3 Kurven schon so 1,5 bis 2 Sekunden. Das ist halt echt heftig. So, die sind jetzt in der Box. Komme ich vor Sainz raus? Oh ja, easy. Richtig. Gut, dass wir reingegangen sind. Alles richtig gemacht. 22 dran. Wir haben jetzt wieder 4 Sekunden auf ihn. Ja, und das ist dann jetzt P4, Freunde. Wie sieht's bei Sepp aus? Status Teamkollege. Da. Stabil, Sepp, stabil. So, und mehr ist es dann jetzt auch nicht, Freunde. Jetzt fahren wir das Ding so in den Hafen. Wir werden hier Platz 4 so in den Hafen fahren und dann sind wir ein super Rennen gefahren, weil wir eine super Strategie hatten. Boah, der Regen wird auf jeden Fall immer stärker. Ich weiß nicht, ob es hier bei Intermediates bleibt, ey.
Könnte auch gut sein, dass nochmal die Reds zum Einsatz kommen. So, Carlos Sainz ist dran an uns. Wir werden uns mit allem, was wir haben, verteidigen. Oh, es sind noch 7 Runden. Ich hoffe, ich schaffe das. Oh, Gelbflagge. Was war da los? Carlos Sainz, was hat er getan? Er musste abstellen. Oh mein Gott, das ist bitter für ihn. Aber umso besser für uns. Umso besser für uns. Jetzt werden wir von beiden McLaren gejagt. Ist auch nicht viel geiler. Also die KI im Regen ist hier wieder geisteskrank, Freunde. Ist wahrscheinlich auch so, weil es diese klassischen Zwischenbedingungen sind. Es sind einfach diese Zwischenbedingungen und da ist die KI jetzt halt wieder geisteskrank, ne? Es sind eigentlich Wettbedingungen, sage ich euch so, wie es ist. Mit den Inters geht hier gar nichts. Und wenn, dann ist Daniel Ricciardo einfach ein Meister. Ich kann aber auch easy wechseln eigentlich, ne? Nach hinten kann mir eigentlich nichts passieren. Dann muss ich halt die McLaren vorbeilassen. Gegen Perez kann ich halt noch verlieren, ne? Oder Verstappen, meine ich. Nicht gegen Perez, sondern gegen Verstappen. Aber ich kann das ja auch nicht halten gegen Daniel Ricciardo. Guck mal, wie die ja abgehen. Sepp geht jetzt für die Full Wets. Und das mache ich jetzt auch. Bei Länge kriege ich es ja auch einfach nicht verteidigt. Alter, ist das schlimm. Nein, ich stay nicht out. Ich will in die Box. Ich fahre jetzt in die Box, ob ihr wollt oder nicht. Von wegen, die Box ist voll. Ist das schlimm, ey. Und ich finde das krass, wie schnell die uns gut hier noch fahren können. Auf den Inters, das ist so heftig. Boah, ich habe das Ding hier so in die Box gerettet, ey. Dass die beide weiterfahren, ist geisteskrank. Es geht gar nicht. Aber auf die Full Wets. Verstappen auch kein Mensch mehr. Wie der da näher gekommen ist auf den Inters. Auch absolut unmenschlich. Ich bin gespannt. Ich hoffe, die saufen alle noch ab mit ihren Inters oder bauen einen Unfall. Ansonsten ist es P7, aber ich kann's nicht anders über die Linie bringen, Freunde. Die KI ist absolut am Überperformen. Und das Ding ist, so wie die Bedingungen sind, müsste ich jetzt eigentlich easy auf Verstappen aufholen. Aber schauen wir mal. 13,5 sind es jetzt auf Verstappen. Ich kann mir auch einfach vorstellen, dass die das einfach so auf dieser Pace uns Ziel fahren, ne? Kann ich mir so gut vorstellen. Ah, naja. Da machst du halt nichts. Die fahren halt auf Inters, als würden die, als wir hier, keine Ahnung, Softbedingungen. So fahren die halt auf den Inters. Also ich meine, guckt euch das mal an, was das für ein Regen ist. Wenn jetzt keine Wetbedingungen sind, dann weiß ich auch nicht mehr. Wo ist denn Sepp jetzt? Der hat sogar noch mal frische Inters genommen. Ist der komplett lost? Oh wow. Dazu sage ich halt gar nichts. Dass der nochmal frische Inters genommen hat, bodenlos. Ich komme ja auch näher, ne, an die ran. So ist es ja nicht. Das kann aber trotzdem sein, weil wäre ich auf Inters geblieben. Wäre ich auf Inters geblieben, dann wären jetzt schon safe Beju und Alonso an mir dran. Ganz safe sogar. Weil für mich ist es halt absolut unfahrbar. Ja, und das wird halt nichts. Ich hole halt circa 2 Sekunden pro Runde auf Verstappen. Aber mehr halt auch nicht. Im Prinzip waren wir halt P8 im Qualifying so. Und beenden jetzt auch P7. Aber wenn man sich überlegt, dass wir P4 waren. Und dass wir dann halt komplett eingebrochen sind aufgrund der wechselhaften Bedingungen.
Und wir sind auch von P6 gestartet und so ein Verstappen hier auf alten Inters bei Full-Wet-Bedingungen fährt wie weiß ich wer. Ja, ist ein bisschen bitter, müssen wir so hinnehmen. P7 ist für uns trotzdem noch ein gutes Ergebnis. Magnussen ist ausgeschieden. Muss er abstellen. Sepp kommt auf jeden Fall dadurch noch einen Platz nach vorn. Dürfte jetzt wieder P14 sein für ihn. Regen wird jetzt halt auch wieder weniger, ne? Als wenn die KI so sich denkt, so ja, ja, wir wussten, es wird weniger regnen. Wir sind einfach auf den Inters geblieben. War voll die schlaue Entscheidung. Das ist auch nochmal so ein Schlag ins Gesicht, den sie mir jetzt drücken, ne? Box vor Inters, sagen sie mir jetzt nochmal. Ah, das ist schon krass. Das ist schon krass. Also ich sag's euch so, wie es ist. Wäre ich auf Inters geblieben, ich hätte dieses Rennen hier nicht beenden können. Es war einfach viel zu rutschig gewesen. Naja, immerhin wird das Feuerwerk hier gezündet. Und wir haben Top 10 Platz. Wir sind am Ende auf P7. Auch wenn es ein bisschen tragisch war, wie es passiert ist, müssen wir das so akzeptieren. Die Punkte nehmen wir mit. Sepp im Qualifying stark, im Rennen leider nicht so. Auch ein bisschen falsche Strategie gehabt, egal. Ein Rennen in Singapur geht zu Ende. Uiuiui. Ich will lachen, aber kann irgendwie nicht so richtig. Ja, Charles Leclerc auf Platz 1, Russell auf Platz 2, Sergio Perez auf 3. Hamilton hat es nicht mal an die Punkte geschafft mit 3 Stops. Sepp auf 14 am Ende. Ist ein bisschen ärgerlich, aber naja, passt schon irgendwie. Fahrerrangliste sind wir gut dabei. Bauen unseren Vorsprung auf Fernando Alonso aus. Norris werden wir nicht bekommen, Norris ist viel zu schnell. Deswegen da gucken wir eigentlich nur nach hinten. Und Konstrukteursrangliste sind wir auf P5. Und ja, wenn wir da uns gegen Alpine durchsetzen könnten am Ende der Saison, das wäre richtig stark. Also da gucken wir auch nur nach hinten, dass wir Alpine schlagen. Ja, jetzt erstmal zurück ins Hauptquartier. Und die Radkappen gehen durch. Das finde ich super. Rücktrittserklärung. Sergio Perez zieht sich zurück. Okay, Unterboden. Unterboden geht auch durch. Das lieben wir. Dann würde ich sagen, gehen wir rein ins Training in Japan. Und dann sehen wir uns gleich bei den Upgrades wieder. So Leute, zurück im Hauptquartier. Wir haben 2348 Punkte angespart. Aber ihr seht es schon, es gibt neue Reglements im nächsten Jahr. Deswegen würde ich sagen, sparen wir die Punkte erstmal. Das Rennen in Suzuka wird erstmal komplett sonnig. Wir wählen da erstmal komplett frische Motorenkomponenten aus. Und dann können wir da wieder super performen, denke ich. Weil, ja, die KI wird da wieder mit deutlich mehr Flügel als wir unterwegs sein. Heißt also, wir haben gute Möglichkeiten zum Überholen. Das könnte für uns was sein. Wir haben ja auch einen starken Motor. Also es könnte relativ gut laufen. Und vor allen Dingen, Leute, wir haben jetzt nur noch das sechstschlechteste Auto. Beziehungsweise wir haben das sechstschlechteste? Ne, das sechstbeste. Wir haben jetzt das sechstbeste Auto und das fünftschlechteste. So sieht's aus. Wir sind auf jeden Fall an Position 6. Wir sind an Haas und Alfa Romeo vorbeigezogen, an Alfa Tauri auch. Wir sind ganz dicht dran, sogar an Alpine. Und wir haben sogar noch Upgrades am Laufen. Mal schauen. Wenn wir hier reingehen würden, könnten wir natürlich Frontflügel noch machen. Wir könnten DRS noch machen. Wir könnten hier beim Unterboden könnten wir reingehen. In die Reifenabnutzung könnten wir reingehen bei den Upgrades. Klar, hier haben wir viele Möglichkeiten. Hier könnten wir sogar bei der Treibstoffeffizienz ein bisschen reingehen. Aber Ladeluftkühler und überarbeitete Bremslufthutze, die sind hier sogar im Kommen noch. Strapazierfähigkeit werden wir nichts mehr tun. Da gehen wir höchstens irgendwie zum Ende der Saison rein, wenn wir nichts anderes mehr machen können. Aber ja, da sehe ich uns eigentlich nicht. Heißt also, wir werden beim nächsten Mal auf jeden Fall das Suzuka-Rennen machen. Und danach dann schauen, welche Reglementänderungen es gibt. Und welche Teile wir erstmal anpassen müssen. Ja Leute, damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Beim nächsten Mal geht es wie gesagt rein in Suzuka. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Es war auf jeden Fall ein turbulentes Rennen mit einer guten Strategie. Viel Freude, aber auch viel Leid am Ende. Beim nächsten Mal in Suzuka wird es wieder sehr viel besser laufen. Da bin ich mir sicher.
Bis dahin, macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Auf Abschiedstour mit Sepp. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.